Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Annegret Burkhardt und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center. Heute wollen wir über das Thema Affenpocken sprechen. Dazu haben wir 4 ExpertInnen eingeladen, die hier kurz und knapp den aktuellen Wissensstand der Forschung zusammentragen werden, einen Blick auf laufende Experimente und erwartende Entwicklungen geben können. Und natürlich sollen wie immer hier heute Ihre Fragen beantwortet werden. Kurz und knapp zum aktuellen Stand. Das Affenpockenvirus hat sich jetzt in Europa weiter ausgebreitet, aber auch global sind jetzt aktuell laut Global Health 332 Fälle bestätigt worden. Aus Kanada wurde das Virus bei einem Schulkind nachgewiesen. Nachdem es in Europa, nun auch in den USA und Kanada vermehrt nicht reisebedingte Affenpockenfälle aufgetreten sind, deutet das daraus hin, dass sich auch dort die Fälle lokal ausbreiten. Todesfälle wurden bisher nicht gemeldet und die Gefahr einer Ansteckung ist für die allgemeine Bevölkerung derzeit noch nicht besonders hoch. Allerdings sind noch sehr viele Fragen offen und wir hoffen, dass wir heute ein paar davon klären können. Ihre Fragen können Sie gerne im Frage- und Antwort-Tool stellen. Das finden Sie unten im Programm. Und bevor ich loslege, möchte ich Ihnen gerne einmal die heute hier anwesenden ExpertInnen vorstellen. Ich als erstes möchte ich begrüßen Professor Dr. Gérard Krause. Er ist Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Weiterhin anwesend mit uns ist hier heute Professor Dr. Mirjam Kretschmer. Sie ist Professorin am Julius Center for Health Science and Primary Care an der Universitätsmedizin Utrecht und sie ist Expertin für mathematische Krankheitsmodellierung am Rijksinstitut für Volksgesundheit en Milieu in den Niederlanden. Gut, das habe ich jetzt nicht so perfekt ausgesprochen. Als dritten Experten begrüße ich Professor Dr. Clemens Wendner. Er ist Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen in München, Klinik Schwabingen. Und als letzten im Bunde begrüße ich Professor Dr. Roman Wölfel. Er ist Oberstarzt und Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen in die Runde. Herr Wendner, ich beginne mit einer Frage an Sie. Sie haben kürzlich in München den ersten in Deutschland bekannten Fall zu Affenpocken betreut. Können Sie uns kurz davon berichten, wie hat sich dieser Patient angesteckt und welchen klinischen Verlauf hat die Infektion genommen oder die Infektion der bisherigen Fälle, die ja auch bekannt sind? Ja, wir hatten am 10. Mai über diesen ersten bekannten Affenpockenvirus-Patienten berichtet, der keinen Kontakt ins Endemiegebiet nach Afrika hatte. Der Patient ist bereits am 20. April nach Deutschland eingereist, hatte mehrere Städte besucht, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und ist dann um den 12. Mai in München aufgeschlagen und hatte sich dort, nachdem er Infektsymptome entwickelte, leichtes Fieber, Schluckstörungen, Myalgien, also Muskelschmerzen und dann in der Folge auch Hautveränderungen, hatte er sich in einer großen Praxis in München am 19. Mai vorgestellt und wurde dann, nachdem Kooperation mit Herrn Professor Wölfel, der später dazu Stellung nehmen kann, die Diagnose mittels eines PCR-Tests im Institut für Mikrobiologie dann gestellt und der Patient wurde am 20.05. bei uns dann stationär aufgenommen. Das war auf Anordnung der Gesundheitsbehörden eine gewisse Vorsichtsmaßnahme, weil zu dem Zeitpunkt noch keine Regularien existierten. Der Patient ist in einem klinisch sehr stabilen Zustand. Man kann sagen, dass er eigentlich aus medizinischer Sicht keine Isolation in einem Klinik-Setting benötigt. Er hat allerdings keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er ist brasilianischer Staatsbürger und wir finden eine Unterbringung im Hotel in diesem Kontext nicht für adäquat. Und das ist auch im Einverständnis mit dem Patienten erfolgt. So klinisch noch ganz kurz. Der Patient hat einen sehr milden Verlauf, derzeit keine allgemeinen Symptome mehr, also kein Fieber etc. Er hat lediglich noch die typischen pockenartigen Hautveränderungen, die sogar jetzt langsam in ein Krustenstadium übergehen. Und er wird eben die Zeit der
Isolation, die ja auf 21 Tage durch das BMG auch festgesetzt wurden, hier bei uns verbringen, das heißt bis Anfang Juni. Ja, wunderbar, vielen Dank. Als nächstes, Herrn Krause, möchte ich Sie fragen. Sie haben 2017, 2018 den Ausbruch in Nigeria epidemiologisch mitbegleitet. Wenn Sie da an die Daten zurückdenken und die jetzigen Erkenntnisse hier aus Europa kennen, inwiefern unterscheiden sich die Ausbrüche oder welche Gemeinsamkeiten gibt es? Oh, ich höre Sie gerade nicht. Dann, das hatte jetzt im Vorgespräch so gut geklappt. Nee, Herr Krause, ich höre Sie gerade nicht. Dann springe ich erstmal weiter. Ich komme gleich nochmal zu Ihnen zurück, ja? Dann, Frau Kretschmer, dann machen wir mit dem Ausbruch bei Ihnen erstmal weiter. Wie schnell sich Affenpocken wirklich verbreiten können, ist noch nicht ganz klar. Bisher weiß man auch noch nicht so ganz genau, wie der R-Wert für diese Infektion ist. Können Sie uns da schon was Genaueres sagen? Was ist bereits bekannt und wovon geht man momentan aus? Also wirkliche Schätzungen gibt es jetzt noch nicht. Dazu gibt es noch zu wenig Daten im Moment. Man hat Schätzungen von der Situation in Afrika aus den letzten Jahrzehnten eigentlich. Da war der R-Wert bisher immer unter 1. Also es gab immer nur kurzzeitige, kleinere Ausbrüche. Jetzt ist es aber so, dass die Pockenimpfung, die wirkt ja teilweise auch gegen die Affenpocken. Und in den letzten Jahrzehnten waren ja immer noch ein Großteil der Bevölkerung also gegen Pocken geimpft. Das wird ja immer weniger. Also dadurch kann es eben sein, dass auch der Immunschutz in der Bevölkerung, also sowohl in Afrika als auch natürlich bei uns, mit der Zeit geringer wird und dadurch sich der R-Wert von Affenpocken erhöhen kann, weil eben weniger Menschen in der Bevölkerung noch geschützt sind durch Immunität. Inwieweit das jetzt genau der Fall ist oder Schätzungen hat man da jetzt noch nicht. Aber ich habe einen Artikel in der Literatur gefunden, in dem eine Schätzung, sagen wir mal, in einer völlig unimmunisierten Population für Affenpocken von zwischen 1 und 2,5 angegeben wird. Das heißt also, wenn die Immunität tatsächlich weg ist, dann könnten sich die Affenpocken eventuell ausbreiten. Aber ja, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht oder ob es auf Risikogruppen beschränkt bleiben wird, das kann man im Moment noch nicht so absehen. Ja, wenn Sie jetzt Berechnungen anstellen, wovon gehen Sie denn aktuell aus? Bei welchem R-Wert würden Sie denn verwenden, um das jetzt zu modellieren? Also von welcher Immunitätslage kann man denn aktuell ausgehen? Also man kann davon ausgehen, dass eben die Bevölkerung, sagen wir mal, die älteren Menschen, die, sagen wir mal, über 50 sind, dass da noch ein Großteil eine Grundimmunität hat von der Pockenimpfung, dass aber alle jüngeren Leute eben nicht immunisiert sind. Diejenigen, die noch immun sind, die haben einen Schutz, der wird auf 85% geschätzt. Und ich denke, also ich würde jetzt, sagen wir mal, wenn ich das modellieren sollte, davon ausgehen, dass der R-Wert im Moment vielleicht um die 1 ist, weil man sieht ja, dass es eben schon Infektionsketten gibt, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es, sagen wir mal, in der allgemeinen Bevölkerung längere Infektionsketten geben kann. Also ich würde davon ausgehen, dass da nach wie vor der R-Wert noch unter 1 liegt. Mhm. Aber ich habe keine Schätzungen, also ich habe keine harten Daten dafür. Und gibt es halt auch noch nicht, genau. Gibt es einfach noch nicht. Ja. Herr Krause, können wir Sie jetzt hören? Ja, was mal? Ja, gut. Okay. Dann komme ich nochmal zurück zu meiner Frage. Inwiefern lässt sich Ihre Erfahrung aus Nigeria mit dem Ausbruch hier vergleichen? Also man muss davon ausgehen, also ich gehe davon aus, dass es doch eine ziemlich andere Dynamik ist. Die
Ausbruchssituation in Afrika war es so, dass sehr häufig ein direkter Zusammenhang zu der Tierexposition festgestellt werden konnte, dass nur vereinzelt Mensch-zu-Mensch-Übertragung festgestellt wurde, insbesondere in einem Gefängnis. Außerdem, was ähnlich ist, dass tatsächlich Fälle ganz geografisch weit entfernt voneinander aufgetreten ist. Das ist ja jetzt ein bisschen ähnlich auf globalen Maßstab. Das ist schon sehr interessant und erstaunlich. Insofern ist es sehr wichtig, bei der Ausbruchsaufklärung jetzt wirklich eine sehr, sehr gute, lückenlose Reise- und Kontaktanamnese vorzunehmen. Das machen die Kollegen sicherlich auch in den verschiedenen Ländern, um eben darzustellen, wie die Infektionsketten sich erklären. Also vermutlich ist jetzt der Ausbruch, den wir aktuell vor uns haben, nur zu einem sehr geringen Teil oder höchstens ganz am Anfang auf eine Tierexposition zurückzuführen und ganz überwiegend geprägt von Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Was noch ganz anders ist, gehe ich jedenfalls davon aus, dass es auch so bleibt, ist die Sterblichkeit. Die war bei dem Ausbruch in Afrika deutlich höher als jetzt zu erkennen ist. Und ich glaube auch, dass das sehr unterschiedlich bleiben wird, weil die grundsätzliche Versorgungssituation, die Vorerkrankungen, die hygienischen Verhältnisse bei dem afrikanischen Ausbruch ganz andere waren, als jetzt hier in der nördlichen Hemisphäre beobachtet werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass es ähnlich dramatisch ablaufen wird. Und es wird auch insgesamt, da teile ich die Einschätzung von Frau Kretschmer, ein Ausbruch sein, der eben nicht die allgemeine Bevölkerung insgesamt gleichmäßig betrifft oder ein gleiches Risiko ist, sondern dass da schon Risikogruppen ziemlich klar identifiziert werden können und dass die Maßnahmen dort auch fokussiert werden können. Gefährlich werden, vielleicht kann man es mal sagen, ist das Virus ja für Immungeschwächte und Kinder. Herr Wendner, können Sie da vielleicht auch nochmal genau sagen, wen das Virus stärker betreffen könnte? Wenn, wie Herr Krause gesagt hat, viele unserer Evidenzen beruhen ja aus den Endemiegebieten. Das heißt, wir haben natürlich noch nicht ein volles Bild über das Gefährdungspotenzial bei immunsupprimierten im Kontext des aktuellen Ausbruchs. Aber das kann man schon sagen, dass prinzipiell der Ausbruch bei Patienten mit einer eingeschränkten Immunität, zum Beispiel im Kontext einer HIV-Erkrankung, die nicht medikamentös kontrolliert ist, aber auch im Kontext zum Beispiel einer Tumorerkrankung, ist die Immunität eingeschränkt. Und da ist natürlich ein wenig die Befürchtung, dass hier andere, sage ich mal, auch klinische Erscheinungsbilder apparent werden. Ich teile natürlich die Einschätzung auch von Frau Kretschmer und Herrn Krause. Herr Wölf wird sich dem, denke ich, auch anschließen, dass es keine Gefahr für die Allgemeinbevölkerung gibt. Aber man muss trotzdem für Immungeschwächte einen besonderen Fokus auch in dem jetzigen Ausbruchsgeschehen sehen und auch präventiv hier Maßnahmen installieren. Das sind zum Teil auch nicht pharmakologische Interventionen, wie wir das ja dann in der Infektiologie nennen. Das ist auch ein präventives Sexualverhalten. Das kann aber auch dahin gehen, dass man sagt, man geht auch bis zur Impfung. Ich denke, da werden wir uns später noch im Detail darüber unterhalten. Regelungsimpfungen für Risikogruppen, die eben exponiert waren und immunsupprimiert sind. Zurückkommt auf Ihre Frage, Frau Burkhardt. Das könnte ich mir vorstellen. Und bezüglich der Kinder, ja, es gibt historische Daten aus Afrika, die zumindest in der spärlichen Literatur ein höheres Risiko, auch ein Sterblichkeitsrisiko für Kinder unter 16 Jahren beschreiben. Man sollte aber sehr vorsichtig mit diesen Zahlen sein. Medizin in Afrika erhoben worden und sind nicht eins zu eins natürlich in die westliche Welt zu übertragen. Die Kindersterblichkeit per se ist in Afrika auch sehr hoch, unabhängig von Affenpocken. Und da sollte man jetzt auch keine Ängste schüren. Die pädiatrische Gesellschaft in Deutschland hat ja explizit nochmal darauf hingewiesen, dass eben auch bezüglich Affenpocken ein erhöhtes Risiko gerade für Kinder und Jugendliche auch geht und die Eltern also hier nicht in Sorge gesetzt werden sollten.
Alles klar, vielen Dank. Herr Wölfel, jetzt zu Ihnen. Sie haben das erste Genom der Affenpocken in Deutschland sequenziert und Sie haben generell auch einen guten Überblick über die bisher entzifferten Affenpockengenome. Sehen Forschende denn nun Hinweise darauf, dass sich das Virus eventuell verändert haben könnte und dass es vielleicht auch leichter von Mensch zu Mensch übertragbar geworden ist? Ja, also bevor ich zu dieser Frage komme, erstmal zu dem Punkt überhaupt, wie weist man die Affenpocken nach? Man weist ja genauso nach, wie die, wie SARS-Coronavirus nachgewiesen werden kann, auch eben, indem man molekularbiologische Tests verwendet, Echtzeit-PCR in dem Fall. Und wir machen das bei unserem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr schon seit vielen Jahrzehnten, entsprechende Untersuchungen der Affenpocken durchzuführen, auch die Ausbrüche, die gerade schon erwähnt worden sind in Afrika. Davon sind zahlreiche Proben auch bei uns untersucht worden. Insofern haben wir auch einen guten Überblick darüber, wie das Setting natürlich auch immer wieder sehr unterschiedlich ist. Man muss allerdings auch eben sagen, auch im Bereich der Laboruntersuchungen oder der Untersuchung von Affenpocken mit ihrem Genom und der Veränderung des Genoms beruhen eben auch viele dieser Daten immer noch auf diesen Ausbrüchen aus Afrika, wo es dann immer natürlich schwierig ist, auch zu korrelieren zwischen dem, was sehe ich im Genom, was macht das im Menschen, weil, das hat Professor Wendner gerade schon angesprochen, da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Die medizinische Versorgungssituation spielt eine Rolle. Das heißt, man kann nicht aus jeder Veränderung gleich auf eine Ursache im Genom Rückschlüsse ziehen. Das Genom von Affenpocken ist recht groß. Es ist 7-mal größer als das von Coronaviren beispielsweise. Das bedeutet, da ist viel mehr Information drin, da ist viel mehr Plastizität drin, Beweglichkeit auch im Genom. Pockenviren im Allgemeinen sind in der Lage, auch Gene aus ihren Wirten aufzunehmen. Andererseits bestehen sie aus einem Genom, was viel weniger sich verändert als das eben zum Beispiel von RNA-Viren. Es sind DNA-Viren, RNA-Viren verändern sich ständig. Diese Variantenbildung, die wir bei SARS-CoV-2 sehen, die sehen Sie in dieser Form bei Pockenviren im Allgemeinen und auch bei Affenpocken eher nicht. Die Genomdaten, die wir jetzt haben, von dem ersten Patienten aus Deutschland, mittlerweile auch von weiteren Patienten, die werden gerade noch bioinformatisch untersucht. Es sind sehr große Genome. Da muss sehr genau nachgeguckt werden, in jedem einzelnen Fall, wenn sich an einer Stelle ein einziger Baustein verändert, welche Bedeutung das hat. Das ist eben ein relativ selteneres Ereignis als bei RNA-Viren. Und man muss genau gucken, hat sich da jetzt etwas getan? Hat sich hier eine neue genetische Komponente etwa hinzugefügt. Das haben wir bisher nicht gesehen. Da sind also keine großen Veränderungen, die sofort ins Auge springen, passiert. Es kann aber natürlich auch sein, dass kleine Veränderungen, ganz winzige, sogar ein einziges Nukleotid, ein einziger Baustein der Erbsubstanz, wenn er an der falschen Stelle sitzt, kann große Veränderungen bringen, wenn es zum Beispiel dazu führt, dass ein bestimmtes Gen, das Affenpockenvirus, dadurch blockiert wird oder entblockiert wird. Und das ist etwas, was noch Gegenstand der Untersuchung momentan ist. Da muss man nämlich sehr genau unterscheiden, ob das jetzt ein zufälliges Rauschen des Messverfahrens ist, was zwar sehr selten ist, aber auch mal passieren kann, oder ob man das bei mehreren Genomsequenzen sieht. Man hat auf alle Fälle bis jetzt, auch in den ersten Untersuchungen in den anderen Ländern, Europa, Nordamerika, keine bahnbrechenden Veränderungen des Genoms gesehen, sodass aus unserer Sicht das auf jeden Fall wieder ein multifaktorielles Geschehen ist, also viele Einflussfaktoren da eine Rolle spielen, angefangen von Reisetätigkeit über bestimmte Personengruppen, die möglicherweise durch viele Kontakte einfach mal jetzt dem Ganzen einen Boost gegeben haben, bis hin zu einer Virusverbreitung, die möglicherweise schon seit mehreren Jahren auch möglicherweise unerkannt in einigen Ländern sich ausbreitet. Alles das sind Dinge, die jetzt genauer untersucht werden müssen. Das sind alles Hypothesen, die innerhalb der nächsten Wochen oder auch Monate erst einer weiteren Bestätigung oder auch eben Nichtbestätigung zugeführt werden können. Jetzt haben Sie mich schon einige Komponenten genannt. Das wäre mich mal auch meine nächste Frage gewesen. Geht man davon aus, dass es eigentlich nicht so leicht von Mensch zu Mensch zu übertragen ist. Und wie ist denn nun dieser recht rapide Anstieg zu erklären? Gibt es da, also Sie haben jetzt eben schon gesagt, vielleicht war es auch schon eine Weile unentdeckt. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Die Frage geht an alle, weshalb das auf einmal so sichtbar wird. Herr Wendner. Ich mache mal den Start. Also wie Herr Professor Wölfel ausgeführt hat, man muss, glaube ich, sehr in Ruhe nochmal abwarten, was die Genomsequenzierungen bringen. Das ist ja immer eine Hypothese, dass es vielleicht doch eine kleine Untervariante ist. Aber ich teile seine Einschätzung, dass natürlich bei DNA-Viren die Mutationsfreudigkeit
doch deutlich geringer ist, als wir das von RNA-Viren kennen. Aber das bleibt sozusagen abzuwarten. Das kann auch noch Wochen dauern, bis man da eine klare Evidenz generiert. Frau Kretschmer hatte ja schon erwähnt, auch den fehlenden Klassenschutz, was die Klassenschocken angeht, seit 1982 in Deutschland, wenn wir natürlich die östlichen Bundesländer, sprich ehemalige DDR, mit einrechnen, keine Pockenschutzimpfungen mehr flächendeckend durchgeführt wurden. Das ist bestimmt auch noch zu bedenken. Gerade sehen wir ja auch eine gewisse, sage ich mal, Betroffenheit bei jungen Männern. Insbesondere, das ist ein gewisser Fokus in dem jetzigen Ausbruch. Muss man auch sagen, es ist auch ein gewisses Verhalten, was natürlich auch die Ausbreitung derzeit befördert. Generell gesprochen sehen wir eine Verbreitung des Virus nach, ich nenne es mal, promiskuitivem, ungeschützten Sexualkontakt. Das ist ein gewisses Muster, was wir erkennen. Ich nenne das bewusst auch unabhängig von Geschlechtern, weil die Affenpockenvirusinfektion kann prinzipiell jeden treffen. Zurzeit sehen wir einen Fokus in der MSM-Szene, aber das ist keine Stigmatisierung hiermit verbunden, sondern es geht letztendlich auch um den Schutz für diese Gruppe, die wir natürlich sehr auch im Fokus haben. Da machen wir uns viele Gedanken. Und eine neue Erkenntnis, das darf ich hier in dem Kontext auch erwähnen, in Zusammenhang mit oder Zusammenarbeit mit Herrn Professor Wölfel ist es ja auch gelungen, bei unseren wenigen Patienten, in München sind es derzeit zwei, die versorgt werden wurden, einer ist inzwischen wieder entlassen, konnten wir auch verschiedene, sage ich mal, Körperflüssigkeiten untersuchen. Sprich, im Institut für Mikrobiologie wurden entsprechende Analysen durchgeführt. Es ist eben neben der klassischen Schmierinfektion, neben der Tröpfcheninfektion auch ein Virusnachweis im Blut. Und jetzt ist das Neue sozusagen auch im Sperma geglückt, Herrn Professor Wölfel und seinen Kollegen. Das heißt, wir haben es letztendlich auch mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung zu tun. Das sind alles, sagen wir, auch Erkenntnisse, die mit zum Schluss eine Rolle spielen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir auch in nächster Zeit Infektionen ganz unabhängig vom Geschlecht, auch bei Frauen etc. eben detektieren würden. Also das ist sozusagen meine Perspektive, was sozusagen das Infektionsgeschehen angeht. Es wird begrenzt sein, aber bei Risikoverhalten wird es unabhängig vom Geschlecht auch zu Infektionen kommen. Also Herr Wölfel, kann man sagen, wenn Sie das Virus jetzt auch im Samen nachgewiesen haben, dass das auch auf definitiv ein Übertragungsweg sein kann? Da bin ich wissenschaftlich noch etwas zurückhaltend. Wir haben es tatsächlich nachgewiesen im Sperma, haben dort auch Viruskonzentrationen gefunden, die zum Beispiel höher waren als die im Blut. Insofern ist es jetzt nicht nur ein einfaches Durchdringen. Das Affenpockenvirus, wie alle Orthopockenviren des Menschen, verbreitet sich eben im gesamten Körper. Es ist nicht eine lokale Infektion, es ist eine systemische Infektion. Das geschieht über das Blut, die Verbreitung. Und dann taucht natürlich auch Virus in verschiedenen Körperflüssigkeiten auf. Professor Wendt hat es schon gesagt, im Urin konnten wir es nicht nachweisen. Wir konnten es aber im Blut nachweisen, bei den beiden Patienten, die wir untersucht haben. Wir haben auch bei einem dieser Patienten einen Nachweis in Samenflüssigkeit gehabt, beim anderen Patienten jetzt nicht. Allerdings war der eine Nachweis tatsächlich deutlich höher als die Werte bei dem Betroffenen im Blut. Das ist natürlich auch unabhängig von den Laborwerten jetzt eine Angelegenheit, die man einfach auch mal unter ganz praktischen Aspekten sehen muss. Selbst wenn das Virus in sehr vielen Körperflüssigkeiten auftritt, es tritt auch eben auch in Hauteffloreszenzen auf, in diesen typischen Pockenpusteln. Und die bleiben über eine lange Zeit bestehen, sind oftmals auch bei Affenpocken nicht so zahlreich und fallen vielleicht auch nicht gleich so auf. Die sind auf jeden Fall infektiös. Und tatsächlich hat Sexualität ja nicht nur etwas mit dem Übertragen von Samenflüssigkeit zu tun, sondern in jedem Fall immer mit
in den meisten Fällen mit engem Körperkontakt. Das bedeutet, es ist nicht so einfach zu sagen, dass es deswegen jetzt an der Übertragung über das Sperma gelegen hätte, sondern tatsächlich ist einfach enger Körperkontakt bereits etwas, was dazu führt, dass es zu diesen Übertragungen kommt. Bei den Ausbrüchen in Afrika, wurde ja schon auch von Herrn Krause gesagt, sind auch zahlreiche Kinder betroffen gewesen. Da war das definitiv nicht der Hauptübertragungsweg Sperma, sondern eben der Körperkontakt untereinander oder der Kontakt zu Tieren, also zum ursprünglichen Wirt. Das ist eine der vielen Fragen, die man genauer betrachten muss, bei der man auch die Abwägung finden muss, ab wann informiere ich die Öffentlichkeit darüber, wann löse ich Besorgnis aus, wann ist es aber auch eben einfach so, dass man erstmal harte Fakten braucht, um das zu zeigen, dass das auch funktioniert. Wie genau kann man denn eigentlich so eine Affenpocken-Infektion detektieren und vielleicht auch bei sich selber detektieren? Wie können Betroffene selbst erkennen, dass sie eventuell davon betroffen sind? Herr Wendner oder Herr Wolf? Ja, Wendner? Klinisch betrachtet war es ja auch so bei unseren Patienten und auch aus, von dem, was wir aus anderen Zentren in Deutschland Berichte bekommen, dass die Patienten eigentlich dann mit Hauterfloreszenzen erstmalig ärztlichen Kontakt suchen. Also Fieber, Kopfschmerzen sind ja doch sehr unspezifische Primärsymptome, die einen selten führen. Die Kombination mit engem körperlichen Kontakt, nicht zuletzt auch ungeschütztem promiskuitivem Sexualkontakt plus Hauterfloreszenzen sind natürlich die Dinge, die Betroffenen wachsam werden lassen sollten. Und dann wäre auch spätestens der Zeitpunkt, sich fachärztlich vorzustellen. Das können große infektiologische Praxen sein. Das kann aber auch primär mal der Hautarzt sein, der sich das anschaut. Ich muss dazu sagen, die Pocken-Effloreszenzen treten ja sozusagen synchronisiert in verschiedenen Stadien auf. Am Anfang sind es sehr, sehr flache Hautveränderungen, sogenannte Makulae, die sich dann erst sozusagen über Papulae, also Papeln, Vesikeln, dann eben zum Schluss eben erst auch zu den Pusteln entwickeln. Also das ist ein langsames Anwachsen der Hautveränderung und das führt die Patientin dann zum Arzt. Und da gibt es gewisse Differentialdiagnosen. Ich nenne mal Windpocken. Dort ist es so, dass zum Teil verschiedene Hauteffloreszenzen eben nicht synchronisiert auftreten, also die beschriebenen Stadien auch sozusagen durchaus sehr bunt nebeneinander auftreten. Aber es kann auch die Syphilis sein, die sehr ähnlich aussieht, zumindest im Sekundärstadium. Und zum Teil sind auch Veränderungen, das ist vielleicht auch neu, in den Schleimhäuten, auch im Mund beobachtet worden, die eben auch zum Teil eher an andere Erkrankungen und nicht zuletzt auch an die Syphilis erinnern könnten. Also von daher wäre dann schon auch eine fachärztliche Vorstellung indiziert. Frau Kretschmer, etwas bisschen, ich wechsle jetzt ein bisschen. Was wären denn Hinweise darauf, dass das Virus außer Kontrolle gerät und auch hier endemisch wird? Also welche Szenarien wären da vorstellbar? Und ja, da möchte ich erstmal anfangen. Gut, also ich meine, ein Virus kann natürlich auch endemisch werden, wenn es auch innerhalb einer Risikogruppe beschränkt bleibt. Also das sieht man ja auch mit HIV in, sagen wir mal, in europäischen Kontext, dass da das HIV-Virus ist ja auch also hauptsächlich auf bestimmte Risikogruppen beschränkt. Es kann dann trotzdem endemisch sein, also wenn es eben durch in Gruppen, die viele wechselnde Kontakte haben, weitergegeben wird, dann kann es endemisch sein und trotzdem innerhalb dieser Risikogruppe bleiben, weil sich es nicht in die allgemeine Bevölkerung weiter ausbreiten kann. Also das, so ein Szenario wäre hier natürlich denkbar. Also das hat man eben, wie gesagt, bei HIV gesehen und auch es gab auch Ausbrüche von Hepatitis C in diesen Risikopopulationen. Andererseits, also was eben auch diskutiert wird, ist, dass das Virus sich eben an den menschlichen Wirt besser anpasst im Laufe der Zeit und dadurch sich auch eventuell besser verbreiten könnte. Aber das ist natürlich rein spekulativ im Moment. Ich denke aber, dass man eben jetzt bei diesem Affenpockenvirus
natürlich in der guten Situation ist, dass die Übertragung und Krankheitsausbreitung relativ langsam, also wenn man es jetzt mal mit dem Coronavirus vergleicht, relativ langsam vor sich geht und man dadurch zum Beispiel mit Maßnahmen wie Kontaktnachverfolgung und Quarantäne oder Isolation eine gute Chance hat, das in den Griff zu kriegen. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall, wenn man jetzt handelt und darauf ansetzt, dass man da eine gute Möglichkeit hat, das unter Kontrolle zu halten. Also außer Kontrolle hätte ich erst wirklich Bedenken, wenn man auch in größerem Maßstab in der Allgemeinbevölkerung Übertragungen sehen würde. Ja, Herr Krause, wenn die Generation mit Pockenimpfung jetzt immer weniger wählen, könnte man sich vorstellen, dass so ein Pockenvirus, wie jetzt vielleicht die Affenpocken, eine ökologische Nische besetzen? Und bräuchten wir dann vielleicht doch nochmal eine neue Generation von Pockenimpfstoff oder eine neue, also müssten wir nochmal die Bevölkerung mit Pockenimpfstoffen impfen? Interessante Frage, aber ich glaube, es ist jetzt viel zu früh, darüber zu spekulieren. Ich denke, wir sollten erstmal tatsächlich jetzt die uns verfügbaren gängigen Instrumente nutzen, die gerade auch Frau Kretschmann nochmal wiederholt hat und auch was Herr Wendner sagte, also eine Ringimpfung, eine Riegelungsimpfung in einem bestimmten Setting, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn wieder mal ein Ausbruch in einem Gefängnis stattfinden sollte, dann würde man wahrscheinlich relativ niedrigschwellig die Entscheidung treffen, alle Bewohnerinnen in dem Gefängnis dann zu impfen. In solchen Settings macht die Impfung sicherlich jetzt Sinn. Ob man jetzt das als generalisierte Impfung sieht, das ist, glaube ich, jetzt viel, viel zu früh, darüber zu spekulieren. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht weiter diskutieren. Wichtig ist ein Punkt, der vielleicht mir doch zu denken gibt, jetzt, wenn die Diskussion, die öffentliche Diskussion, sich jetzt dann doch so in dieser Richtung der Stigmatisierung weiterentwickelt, dann besteht ein Risiko, dass bestimmte Länder aufgrund der Stigmatisierung die Berichterstattung über diese Fälle zurückhalten. Und das wäre schlimm, weil nämlich dann auch die Aufarbeitung und die Bekämpfung dieser Fälle und die Eindämmungsmaßnahmen dann entsprechend auch unterminiert würden. Wenn also vor lauter Angst vor Stigmatisierung oder vor lauter Stigmatisierung selbst sozusagen die eigentliche offene Herangehensweise an diesen Ausbruch unterwandert würde, weil einzelne Länder zum Beispiel nicht wahrhaben wollen, dass auch bei ihnen solche Fälle auftreten, dann könnte das die Unterbindung der Weiterverbreitung tatsächlich beeinträchtigen. Also das hatten wir ja auch schon mal vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Deswegen, das wäre nochmal so ein Appell an die verschiedenen, also hier in Deutschland sehe ich da keine Gefahr, aber es gibt Länder und es gab Länder, die sich schwer tun mit einer offenen Kommunikation in solchen Situationen. Herr Wölfe, Sie wollten da noch was hinzufügen? Ja, weil es gerade schon darum ging, welche Gefahr möglicherweise hier bei einer weiteren Ausbreitung drohen würde. Und insbesondere auch natürlich die Frage, was ist, wird das dann hier vielleicht endemisch? Die Orthopockenviren, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, sind ja immer Orthopockenviren, bei denen der Mensch der Fehlwirt ist. Die echten Pocken des Menschen, das sind sozusagen unsere menschlichen Pocken. Das Variola-Virus, das haben wir ja erfolgreich mit Impfkampagnen vor vielen Jahrzehnten ausgerottet. Das bedeutet, das, was wir momentan sehen, sind immer Fehlwirtinfektionen, also Viren, die eigentlich in einem Tierreich vorkommen, bei bestimmten Tierarten und dann ab und zu mal auf uns oder auf andere Tiere, wie bei den Affenpocken, eben überspringen. Wenn man sich da jetzt Sorgen macht, kann das dann auch bei uns endemisch werden. Muss man auch tatsächlich auch hier wieder sagen, wissen wir noch nicht, ist aber mit gewissen Hintergrundinformationen zu bewerten auch so eine Frage, weil, was viele ja auch nicht wissen ist, wir haben ja auch bereits andere Tierpocken hier in Deutschland, unter anderem die Kuhpocken, die auch nicht in Kühen tatsächlich immer vorkommen, sondern auch wiederum in Nagetieren und die von diesen Nagetieren immer wieder mal auf Kühe oder auf andere Tiere übertragen werden können und dann eben auch auf den Menschen und dann auch mal einen kleinen lokalen Ausbruch, also 2-3 Leute tatsächlich betreffen können. Das sind natürlicherweise in Deutschland vorkommende tierische Orthopockenvirusinfektionen und die haben wir sowieso auch schon hier und die sind auch nicht so, dass die sich jetzt quer durch die gesamte Bevölkerung ausgebreitet haben, auch nicht nach Abnahme des Impfschutzes durch die Pockenvirusimpfung. Dementsprechend ist das alles mit einer gewissen
Aufmerksamkeit, aber trotzdem ohne Grund aus meiner Sicht zur Panik weiter zu verfolgen. Was passiert denn in Deutschland, um die Übertragungsketten aktuell zu unterbrechen? Gibt es eine gute Kontaktnachverfolgung und finden diese sogenannten Ringimpfungen, also das Impfen von Kontaktpersonen um die infizierten Personen herum, überhaupt statt? Wissen Sie das, Herr Krause oder Herr Wendner? Sie melden sich. Also Kontaktnachverfolgung gibt es selbstverständlich bei allen bekannten Infektionsfällen, auch bei unseren Fällen in München. Dazu muss man einschränkend sagen, dass zum Teil auch jetzt die Kontaktnachverfolgung schwierig ist, weil auch Berichte über, sage ich mal, auch anonymen Sex Verbreitung finden und dann eben auch Namen nicht bekannt sind. Das muss man auch in aller Offenheit ansprechen dürfen. Bezüglich Ihrer zweiten Frage, Frau Burkhardt, der Impfung, insbesondere Regelungsimpfung für Immunsupprimierte, ich würde es genauso einschränken wie Herr Krause, also zum Beispiel künftig ein Ausbruch, ein kleines Ausbruchsgeschehen, Krause hatte, glaube ich, ein Gefängnis genannt oder in dieser Richtung. Dazu sind Impfdosen mit Imvanex zumindest mal bestellt worden, 40.000 Impfdosen. Dazu muss man sagen, dass eine Impfung aus zwei Injektionen besteht. Das würde also 20.000 Betroffenen helfen können. Die Impfungen sind aber noch nicht verfügbar. Sie sind, wie gesagt, bestellt. Und wenn das vorliegt, ist sozusagen die Impfung, ich betone es nochmal, eben nicht für die Allgemeinbevölkerung, sondern für sehr definierte Gruppen in einem sehr definierten Setting eine Option, eben auch hier quasi in der Postexposition helfen zu können, nicht in der frühen Phase der Inkubationszeit. Das wäre eine Option. Darüber hinaus wird ja auch noch diskutiert, wie weit postexpositionell eine Therapie mit dem Tecovirimat eine Option darstellt. Da gibt es natürlich logischerweise wenig bis keine Daten. Auch die Zulassung für Tecovirimat ist ja am 6. Januar 2022 auch in der EU zugelassen worden, bezieht sich natürlich auf den therapeutischen Einsatz und eben auch fokussiert auf die klassischen Pocken. Aber auch da hätte man prinzipiell eine Option im therapeutischen, aber auch im postexpositionellen Setting. Aber die Indikationsstellung ist auch, das ergänze ich noch, selbst durch einen Konsens innerhalb der SACOP, also des Ständigen Arbeitskreises der Kompetenz- und Behandlungszentren in Deutschland, so noch nicht fixiert. Sie sagten gerade, die Impfung ist noch nicht verfügbar. Das Tecovirimat, ist das verfügbar? Und wenn man es Betroffenen gibt, vielleicht auch oder Kontaktpersonen, könnte das dann vielleicht die Infektion komplett eingrenzen? Ist das möglich oder kann das bei einer tatsächlichen Infektion sogar die Infektiosität verringern, sodass dann vielleicht eine Person, die als Kontaktperson oder als Weiterinfizierte in Frage kommt, dann vielleicht selber nicht so infektiös ist? Soll ich darauf antworten, oder? Ja, gerne. Okay. Also Tecovirimat wird sozusagen in Holland zur Verfügung gestellt von einer Firma. Es ist eben in einer Zulassung gedacht für Patienten mit Pockenerkrankung im Sinne einer Therapie. Und darüber hinaus gibt es keine Zulassung. Das heißt, auch in der Postexpositionsprophylaxe ist Tecovirimat nicht zugelassen. Das sind sozusagen Überlegungen, die in gewissen Expertenkreisen diskutiert werden, dass es sozusagen ergänzend auch eine Option darstellen könnte zu postexpositionellen Impfungen. Dazu muss man sagen, es gibt Tecovirimat auch im Kontext der StarCop in geringen Dosen verfügbar. Diese Dosen würden wir aber uns vorbehalten für Patienten mit einem schweren Verlauf der Affenpockenvirusinfektion, sprich also Patienten mit schwerer Immunsuppression,
die wir derzeit in Deutschland noch nicht sehen, aber das ist selbstverständlich vorgedacht. Und ist denn bereits bekannt, wann der Impfstoff in Deutschland verfügbar sein wird und wann könnte man eventuell erste Empfehlungen für Ringimpfungen oder könnten herausgegeben werden? Weiß jemand von Ihnen das? Also der Impfstoff ist 2013 zugelassen worden, das heißt für die klassischen Pocken. Aber wann er konkret verfügbar wird in Deutschland, das ist sozusagen nicht bekannt. Er wird in Dänemark produziert und es gibt auch für den Impfstoff ja, gab es historisch ja ganz andere Überlegungen. Das kann der Professor Wölfel vielleicht aus Sicht der Bundeswehr noch kommentieren. Ein Pockenimpfstoff hat ja auch eine gewisse Indikationsstellung im nicht zivilen Bereich. Das heißt, das war eine Überlegung auch bei bioterroristischen Anschlägen, bei entsprechenden Einsatz von biologischen Kampfwaffen, dass man eben auch hier Militär und Bevölkerung durch Impfungen schützt. Das war eine Überlegung auch des US-Militärs. Und das hat natürlich auch kleine Firmen, die in dieser Nische produzieren, befördert. Frau Kretschmer, wenn Ringimpfung möglich sein würde, kann man die Interventionen von diesen Impfungen in jüngeren, nicht gegen Pocken geimpften Bevölkerungsgruppen denn modellieren? Und auf jeden Fall, ja. Also es gibt, es wurden ja damals auch in der Zeit, also Anfang dieses Jahrhunderts, gab es ja auch diese Befürchtungen, dass die die Pockenviren für bioterroristische Anschläge benutzt werden. Und in der Zeit wurden auch verschiedene Modelle entwickelt, eben damals für die Ringimpfung bei Pocken, also bei menschlichen Pocken. Und diese Modelle, die kann man natürlich leicht modifizieren, um die dann auch entsprechend für die Affenpocken wieder zu benutzen und die Effekte von Ringimpfung und anderen Interventionen durchzurechnen. Also das ist relativ schnell und gut zu machen. Herr Krause, Entschuldigung. Eben damals auch, wurde ja auch durch die, also in den Modellen sozusagen gezeigt, dass Ringimpfung eine effektive Intervention ist, um eben solche Pockenausbrüche unter Kontrolle zu kriegen, wenn es welche gäbe. Herr Krause, bitte. Ja, ich möchte nochmal sozusagen betonen, damit es nicht falsch verstanden wird. Die Impfung wird hier, soweit derzeit absehbar, immer nur eine Einzelfallentscheidung sein, die von dem jeweiligen Gesundheitsamt sicherlich auch in guter Abklärung mit dem Robert-Koch-Institut dann von Fall zu Fall entschieden wird. Und ist sicherlich keine Sache, die sozusagen generell von der STIKO irgendwie empfohlen und dann in der Breite irgendwie angeboten werden wird. Das muss sehr, sehr stark getrennt werden, dass es nicht falsch verstanden wird. Das wird ein ganz spezielles, fokussiertes Instrument für ganz besondere Situationen sein. Die Situation muss so sein, dass man sehr gut definieren kann, wer die Personen sind, die unter Risiko stehen, die exponiert waren, dass man rechtzeitig da ist und dass man eben dann in dieser begrenzten, gut umschriebenen Population zusätzlich die Impfung einsetzt. Das sind also ganz bestimmte Settings, die geografisch, zeitlich und durch andere Kriterien definiert sind. Und das ist also nichts, wo man also jetzt auf irgendeine Empfehlung warten muss und dann also der Amtsarzt einfach mal so das entscheidet oder macht, sondern das sind Einzelfallentscheidungen, die sehr gründlich abgewogen werden. Hier gibt es noch eine Frage zum Krankheitsbild. Bisher wird immer von eigentlich milden Verläufen gesprochen. Erholt man sich denn nach der Erkrankung in der Regel komplett oder bleiben gegebenenfalls Narben zurück oder andere optische oder gesundheitliche Einschränkungen? Ist dazu was bekannt? Sie gehen wie nicken, Herr Wendner? Ja, also es gibt Kenntnisse aus den Endemiegebieten diesbezüglich, dass eben auch eine narbige Abheilung stattfinden könnte. Das ist relativ selten, aber auch das können wir nicht ausschließen, können wir auch bei den jetzigen Patienten nicht ausschließen. Das Risiko darüber hinaus aus klinischer Sicht sind eigentlich sogenannte Superinfektionen. Das heißt, dass sich Narben sekundär bakteriell infizieren durch Bakterien in der Regel eben.
und es dann eben zu anderweitigen Hautinfektionen kommt. Es gibt seltene Berichte auch über Erblindungen bei Affenpocken-Virus-infizierten Patienten. Das ist auch eine seltene Komplikation und meines Wissens ist das aus den nicht endemischen Affenpocken-Virusfällen bisher auch noch nicht berichtet worden. Also insgesamt ein milder Verlauf, man muss immer einschränken. Wir kennen natürlich die Verläufe bei komplett Immunsupprimierten noch nicht ausreichend gut. Von daher ist auch das etwas, was wir natürlich aus klinischer Sicht sehr genau monitorieren. Herr Wölfel, melden Sie sich immer noch? Also wollen Sie dem noch etwas hinzufügen? Ja. Ja. Ich habe noch einen Kommentar zu der vorherigen Frage. Da wurde ja auch auf Pockenimpfpläne und so etwas einmal Bezug genommen. Es ist, glaube ich, ganz wirklich sehr, sehr wichtig, das hat auch Herr Krause schon gerade angedeutet, dass man das nicht missversteht. Die Affenpocken sind nicht die echten Menschenpocken. Das ist eine Erkrankung, die hat sehr viel Ähnliches davon. Die ist aber eben sehr viel milder. Das war ja auch eine Frage, was ist denn mild? Also mild im Sinne auch insbesondere im Vergleich zu den echten Pocken, die ja eine tödliche Krankheit des Menschen sind. Das sind eben unsere echten Pocken gewesen. Und alle die Planungen, die es auch im nationalen oder im internationalen Maßstab für einen Pockenausbruch gab, mit allen Notfallplänen, mit allen Impfstoffvorräten und Impfkonzepten, die dann in der Regel auch auf hohe Schnelligkeit, hohe Umsetzung ausgerichtet waren, auch natürlich gewisse Risiken dann in Kauf genommen hätten in der Bevölkerung, weil das Risiko der echten Pocken viel, viel, viel höher gewesen wäre. Alle die kann man jetzt nicht als Maßstab nehmen für die Eindämmung der Affenpocken und auch nicht für die Indikationsstellung der Impfung. Die Affenpocken sind eine andere Krankheit. Das sind Tierpocken, die auf den Menschen bisher nur sehr selten übergetreten sind, jetzt sich momentan in einem begrenzten Maße in verschiedenen Ländern verbreiten, aber jetzt daraus wiederum die alten Katastrophenpläne und die Pockenimpfpläne der vergangenen Jahrzehnte herauszuziehen, das wäre sicherlich eine nicht richtige Ableitung. Danke. Ich würde gerne, Herr Wendner, bitte. Genau, dazu vielleicht noch ergänzen, muss man sagen, Pockenvirus-Impfstoff, der ja auch in Deutschland entsprechend gelagert wurde für sozusagen die klassischen Pocken, wie Herr Professor Wölfel ja auch sehr korrekt betont hat, auch im Sinne des Zivilschutzes, nicht im Kontext eines Pockenangriffes. Das sind Impfstoffe, die natürlich nicht geeignet sind, um diese sehr, sehr begrenzten Ring- oder Regelungsimpfungen, über die wir uns gerade unterhalten haben, dort eingesetzt zu werden. Die Pockenimpfstoffe der ersten, zweiten Generation basieren ja auf einem Lebendimpfstoff. Und es ist eben kein attenuiertes, kein abgeschwächtes Virus. Und die sind sehr schlecht verträglich. Und da braucht man wirklich die neue MVA-Technologie, also das Imvanex. Das ist ja der einzige Pockenimpfstoff der dritten Generation, wie wir nennen. Und der ist sehr gut verträglich. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle hier einig, dass es eine sehr, sehr schmale, fokussierte Indikationsstellung geben könnte bei kleineren Ausbruchsgeschehen im sehr definierten Kontext. Frau Kretschmann? Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich Herrn Wölfel da vollkommen zustimme, weil ich eben vorher diese Pockenmodelle genannt habe und will aber noch mal sagen, dass diese Modelle, die Modellstruktur kann man übernehmen, aber die müssen natürlich dann entsprechend parametrisiert werden, um sozusagen für diese andere Krankheit, die Affenpocken, entsprechend zu gelten. Also die Modellstruktur kann man von damals übernehmen, aber die Modelle müssen natürlich neu parametrisiert werden, um dieser neuen, anderen Krankheit dann Rechnung zu tragen. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, nicht, dass der Eindruck entsteht. Ich denke, dass wir das von den Pocken direkt übernehmen könnten. Ja, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Die 50 Minuten sind fast rum. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Fragen, die es jetzt auf jeden Fall aus der Forschung auch noch zu klären gibt? Ich fange mal an Ihnen an, Herrn Krause. Ja. Also im Vordergrund steht jetzt Forschung im Sinne von Ausbruchsuntersuchung, würde ich jetzt mal sagen. Darauf möchte ich mich jetzt fokussieren.
intensive, international gut abgestimmte Kontaktpersonen, Nachverfolgung und Austausch von Informationen über die Exposition und daraus dann eben die Ableitung der Risikoprofile und der Verbreitungswege bzw. der wesentlichen Übertragungswege, was dann wiederum direkt zu den Hygieneempfehlungen führt und zu den Maßnahmen. Das steht für mich jetzt im Vordergrund. Dazu kommt die molekularbiologische Aufarbeitung, sehr wichtig, weil sie uns auch Aufschluss darüber gibt, wie diese Zusammenhänge der international zeitgleich auftretenden Fälle erklärt werden kann. Und diese beiden Informationsquellen müssen gut Hand in Hand ausgetauscht werden. Frau Kretschmer, welche wichtigen Fragen finden Sie, müssten noch geklärt werden? Also einmal denke ich auch, die Kontaktnachverfolgung wird uns sehr wichtige Informationen liefern über zum Beispiel die Zahl der Sekundärfälle pro infizierter Person. Und was eben auch sehr wichtig ist, ist eine genaue Bestimmung des sogenannten Generationsintervalls, also wie viel Zeit vergeht zwischen Infektion eines Indexfalls und Infektion der Sekundärfälle. Das ist ein sehr wichtiger Parameter, um eben die weitere Infektionsdynamik dann gut einschätzen zu können, quantitativ. Also gerade, dass man über solche Prozesse eben auch wirklich gute quantitative Daten erhebt, das wäre sehr wichtig. Herr Wendner, aus Ihrer Sicht, was muss auf jeden Fall noch geklärt werden? Aus klinischer Sicht ist es natürlich wichtig, auch den Verlauf der Affenpockenviruserkrankung ohne Endemiebezug auch sehr genau zu studieren. Das heißt zum Beispiel, wie entwickelt sich das Krankheitsbild bei Immunsupprimierten? Da könnte es ja durchaus Unterschiede geben. Für uns ist das, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten, auch nochmal wichtig zu wissen, wie ist der genaue Verbreitungsweg? Wir hatten über klassische Schmierinfektionen berichtet, aber uns interessiert natürlich auch, wie sieht es mit anderen Körperflüssigkeiten aus? Wie lange ist zum Beispiel auch, sind Pockenviren nachweisbar? Wir kennen Ebola, dass wir das zum Teil auch Monate nach Infektion noch nachweisen können, im Sperma zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich auch ein großes Interesse, die Immunologie der Affenpockenvirusinfektion besser zu verstehen. Das heißt, wann treten Serokonversionen bei den Patienten auf? Wie ist die Immunität nach einer Affenpockenvirusinfektion? Das sind Dinge, die natürlich den Mediziner auch interessieren. Und natürlich aus therapeutischer Sicht, man muss fairerweise sagen, es gibt ja keine breite Erfahrung zu Tecovirimat. Es gibt keine breite Erfahrung selbst zu Imvanex bei Affenpocken-Viruserkrankungen. Auch das ist natürlich für einen Mediziner, für einen Arzt von Interesse, auch hier Daten im internationalen Kontext auch zu generieren. Vielen Dank. Herr Wölfel, Sie haben das Virus sequenziert. Welche Tests machen Sie auch gerade bei Ihnen im Institut? Also im Moment machen wir tatsächlich einfach die molekularbiologische PCR-Diagnostik bei vielen Verdachtsfällen, vielen Menschen auch, die sich Sorgen machen, aber natürlich auch bei Kontaktpersonen, die wir ohnehin schon die ganze Zeit gemacht haben. Auf Ihre Frage zu kommen, was hier die nächsten Herausforderungen sind. Das Wichtigste für mich ist zum einen natürlich aus Sicht der medizinischen Virologie die Fragen, die der Kollege Wendner gerade aufgebracht hat, möglichst schnell auch in den Forschungslaboren bearbeiten zu können, um dann schnell auch in der Diagnostik die entsprechenden Antworten liefern zu können. Der große Vorteil im Bereich der Pockenviren ist allerdings, dass es da schon seit vielen Jahrzehnten auch wissenschaftliche Erfahrung gibt auf der Welt. Hier ist es so, dass es viele Forschungsgruppen gibt, die über Jahrzehnte schon an Pockenviren, auch an Affenpocken gearbeitet haben und das jetzt auch schon laufend tun. Wir müssen hier natürlich mit einem besonderen Schwerpunkt nochmal jetzt genauer nachgucken. Und da gibt es zwei Bereiche, die uns interessieren. Das eine sind die schon eingangs angesprochenen molekularbiologischen Untersuchungen. Was für genetische Veränderungen finden wir? Möglicherweise, was bedeuten die dann? Da muss man auch dran denken, dass reine Zahlen da nicht unbedingt immer eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wenn Sie 50 Veränderungen auf einem Pockengenom finden, was 200.000 Basen groß ist etwa, dann ist es natürlich erst eine relativ kleine Zahl, die eben keinesfalls so bedeutsam vielleicht erscheint wie bei einem wesentlich kleineren Genom, also Erbgutstück. Aber ich sagte es auch schon am Anfang, wenn das
eine einzige Mutation an der falschen Stelle ist, kann es wiederum doch große Auswirkungen haben. Also eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, die aber jetzt gerade auch, währenddem wir uns hier unterhalten, intensiv untersucht wird. Ein zweiter Punkt ist die Sache der Immunität. Die zelluläre und die antikörpervermittelte Immunität ist auch bei SARS-Coronavirus oft diskutiert worden. Die spielt auch bei den Pockenvirusinfektionen eine Rolle. Da haben die Affenpocken natürlich auch unterschiedliche Mechanismen, wie sie auf die Abwehr des Körpers reagieren. Und auch das muss man jetzt genauer betrachten, ob es da Veränderungen gibt. Da haben wir jetzt natürlich auch Patienten, Patientinnen auch, eher in geringerer Zahl, aber eben auch, bei denen wir Proben bekommen können über längere Zeiträume, um genau diese Reaktion des Immunsystems zu betrachten. Und das wiederum ist dann auch die Grundlage für eine Bewertung, wie gut sind Impfungen. Also es gibt eine Reihe von Forschungsfragen, die sich daraus ergeben. Pockenviren oder Pockeninfektionen sind aber zum Glück schon lange auch Gegenstand in der wissenschaftlich-virologischen Forschung. Deswegen bin ich sehr sicher, dass wir da in kürzerer Zeit auch weitere wertvolle Erkenntnisse bekommen können. Wunderbar. Ich danke Ihnen allen für die vielen Informationen, die Sie uns hier mit uns geteilt haben. Ich danke den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben. Ich hoffe, die meisten konnten wir beantworten. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass das Video in Kürze auf unserer Website verfügbar sein wird und auch ein Transkript stellen wir so schnell wie möglich aus, was Sie dann auch auf unserer Webseite finden können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke Ihnen für die Teilnahme und ja, viel Spaß auch bei der Berichterstattung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.